Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Miro, die Austria ist in der Westliga heute das erste Mal in Führung gegangen, hat dann auch das erste Mal gewonnen, und das nicht irgendwie, sondern 5:1. Im Vorfeld hätte man sich schon über einen Sieg, manche sogar über einen Punkt gefreut, schlussendlich eine deutliche Angelegenheit. Ja, obwohl Ergebnis ist eindeutig, aber Spiel war auf Messerschneide einige Zeit, und nach 3:1, die haben alles nach vorne geworfen, aber wir sind sehr gut hinten gestanden, und wir hätten dann noch ein oder andere Tor schießen können aus dem Konter. Ohne Sivu ist heute ein bisschen länger auf der Bank gesessen, bevor er zum Einsatz gekommen ist. Aber da, wo er da war, hat er dann gleich wieder sein Tor gemacht. Hätte sogar noch ein zweites machen können, hat den Ball zu weit vorgelegt. Aber haben wir eh schon öfters besprochen in dieser Saison. Gut, dass so ein Typ auf der Bank sitzt, der dann, den bringt man rein, auch wenn es schon 4:1 steht, und der macht sein Tor zumindest. Auch dann spät. Mir ist es lieber, dass er weniger spielt und mehr Tore schießt, als dass er längere Zeit spielt und kein Tor schießt. Und heute hat er bewiesen, dass er ein sehr wertvoller Spieler für unsere Mannschaft ist. Der Sieg umso wichtiger, weil Wattens hat heute gegen Seekirchen sich zwar schwer getan, aber schlussendlich 2:0 gewonnen. Jetzt die Austria in der Meisterschaft noch immer ungeschlagen. Nicht in der Meisterschaft, eigentlich überall. ÖFB Cup, SFV Cup und Meisterschaft. Also eigentlich in der ganzen Meisterschaft in der Saison ungeschlagen. Das wäre schön, wenn es auch am Dienstag circa gegen 21 Uhr, 22 Uhr weiterhin so sein könnte. Na, wir müssen am Boden bleiben. Wir hatten heute einen Verletzten zu beklagen. Der Strauß Fabio hat sich wehgetan. Und obwohl der Reifershammer ist natürlich auch ein sehr wichtiger Spieler, der diese Position sehr gut spielen kann. Wir müssen abwarten, welche Spieler noch angeschlagen sind, und lassen wir uns über diese Siege erstmal freuen, und dann werden wir uns für Dienstag vorbereiten. Okay, ist morgen frei? Morgen ist Training am Vormittag. Morgen ist Training, dann Sonntag frei? Dann? Sonntag ist frei, ja, und Montag ist dann Abschlusstraining und am Dienstag ist Spiel. Ja. Und da freuen wir uns alle drauf? Ja, natürlich. Danke, ja. Danke, Miro, gratuliere. Nikolaus Mayer, Nikolaus, so wie dich der Platzsprecher heute dreimal nach deinen Toren genannt hat, der Nicolo kommt erst am 6. Dezember und verteilt Geschenke, du heute schon am 20. September, nämlich 3 unglaubliche Spiel auch von dir heute. Ja, war wirklich ein gutes Spiel von uns. Wir haben gewusst, dass schwer wird da in St. Johann, da ist immer schwer, aber wir sind von Anfang an konzentriert gewesen und haben dann zum Glück das Führungstor geschossen, und ich finde, dass der Sieg heute halt nie gefährdet war. Außer vielleicht ganz kurz beim Gegentreffer, sind St. Johann ein bisschen aufgekommen bei 1:3, aber generell, besonders dein zweiter Treffer, der war ja nicht nur schön, sondern auch kurios von der Vorgeschichte, wenn du dich erinnerst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es... Ja, wir haben vorher 200er gehabt, auch an die Stange, und du hast dann von hinten abgezogen und drin war er endlich. Ja, im Endeffekt ist ja wurscht, wenn er vorher reingegangen war, war es genauso gut gewesen. Wichtig ist eben, dass man gewonnen haben, und das finde ich auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Ich würde auch sagen, nämlich heute eine trockene Angelegenheit, nicht nur nach 2 Regenpartien, erstmals auch vom Wetter, heute kein klitschnasser Boden, sondern auch vom Ergebnis 5:1. Ich glaube, das ist ein Ausrufezeichen, wieder mal. Ja, das sehe ich genauso. Also das hätte vor dem Spiel wahrscheinlich keiner geglaubt, weil, wie gesagt, St. Johann immer sehr unguter Gegner ist und vor allem sehr heimstark ist, aber wir waren halt sehr konzentriert, bis auf Anfang zweiter Halbzeit. Da sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber der Sieg war hochverdient und auch in der Höhe, finde ich. Finde ich auch. Danke für diese wunderbare Abendvorstellung. Danke, gratuliere, danke, Nico. Walter, wunderschöne Zeitenrunde und den 80. Geburtstag. Die Austria gewinnt heute in St. Johann mit 5:1, ist damit weiter mit 5 Punkten vor Wattens. Nicht nur das, die gute Nachricht, nicht nur das Kunstlicht am Kunstrasen funktioniert, das hast du persönlich getestet letzte Woche, sondern jetzt auch das mobile Flutlicht. Das heißt, das bedeutet, am Dienstag geht es gegen Wattens nicht um 16 Uhr, sondern zuschauerfreundlich um 18.30 Uhr los. Optimal am Roberti-Tag wieder Fußballfest. Ein Freudentag heute, 5:1 in St. Johann bei einer sehr, sehr starken Mannschaft, die nicht zu Unrecht auf Platz 5 steht. Ich habe mir vor dem Spiel gedacht, das wird eine ganz, ganz harte Aufgabe, aber so wie wir heute gespielt haben, wüsste ich nicht, wer uns schlagen sollte in dieser Form. Wir wollen jetzt natürlich nicht abheben und nicht überheblich werden. Die nächste Aufgabe ist, wie man weiß, immer die schwerste, und Mattersburg ist ein großer Brocken, und wir sind sehr, sehr stolz drauf. Es war eine enorme Mühe, die wir in den letzten Tagen als Vorstand, als sportliche Leitung, insbesondere Gerhard Stöger hat sich da gewaltig ins Zeug gelegt, dass wir dieses Flutlichtproblem lösen können. Und wir haben tatsächlich erreicht, dass wir am Dienstag um 18.30 Uhr spielen können. Ich bin heute ein bisschen durch die Fans gegangen und habe gehört, wie viele sich einfach freuen, weil sie nachmittags arbeiten müssen und erst am Abend Zeit haben, dazu zu kommen. Und die können jetzt alle dank dieses Flutlichts des Mobilen am Dienstag dabei sein. Ich freue mich, ich kann jetzt schon sagen, dass das Haus sehr, sehr voll sein wird. Es gibt noch Karten, man kann auch hinkommen, wenn man keine Karte hat. Wir werden niemanden wegschicken, aber wir werden ganz voll
voll sein am Dienstag. Jetzt erklär uns noch, warum hat es unter Anführungsstrichen so lange gedauert, bis das tatsächliche Okay für diesen Termin 18.30 gekommen ist? Und was hat es so lange gehapert? Warum hat man so lange daran arbeiten müssen, um diese Hürden zu überwinden? Ja, ich habe mir auch gedacht, das geht ganz einfach. Man schaltet das Licht ein, misst und weiß nach 10 Minuten, ob man genug Licht hat. Dazu muss man wissen, dass das fast ein wissenschaftliches System mittlerweile geworden ist. Wir mussten, ich glaube, an 70 Messpunkten genau messen und beim ersten Versuch hat es nicht so ganz geklappt. Die Firma, die das machen wollte, hatte nicht alle Geräte bereits im Einsatz, sondern hat gemeint, man kann, wenn man einen Teil der Anlage ausleuchtet, damit schon das Auslangen finden. Die Herren vom Fußballverband waren, und das ist auch ihre Aufgabe, ganz genau und haben gesagt, wir müssen sozusagen bei vollen Testbedingungen das noch einmal messen. Das hat nun diese Woche stattgefunden. Wir haben die erforderliche 150 Lux-Zahl an allen diesen 70 Messpunkten erreicht. Und daher stand dem Okay des Verbandes nichts mehr im Wege. Und genau in diesem Moment passenderweise geht das Licht aus. Bevor das Licht bei der Austria ausgeht, wollen wir noch schnell wissen, Walter, mit Trainer Miro Pollack jetzt, wir grüßen aus dem Dunkeln gesprochen, die Austria in dieser Saison noch unbesiegt, auch nach Dienstag. Was ist deine Einschätzung? Ja, mir wäre auch ein Sieg im Elferschießen nicht unrecht. Wir müssen am Boden bleiben. Mattersburg ist eine Mannschaft, die hat, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre in der obersten Liga in Österreich gespielt, in der ersten Bundesliga, ist heuer abgestiegen, spielt wahrscheinlich langsam wieder eine gute Rolle in dieser Liga. Wir sind Außenseiter, aber Außenseiter waren wir auch schon gegen Grödig und wir haben im Elferschießen gewonnen und wenn es wieder passiert, ich wäre einer der glücklichsten Menschen auf der Welt. Ich auch und viele andere auch. In dem Sinne sehen wir uns dann wieder bei Licht, nämlich bei Flutlicht am Dienstag gegen Mattersburg. Danke Walter, gratuliere. Steff, Ebner heute 5:1 Erfolg, endlich den Angstgegner St. Johann besiegt. Ja, es sind die Vorberichterstattungen, ist immer vom Angstgegner geredet worden und ich glaube, das ist mit heute vom Tisch. War eine super Leistung von der Mannschaft und sind natürlich jetzt froh, dass wir da heute gewonnen haben und jetzt haben wir 3 Tage Pause, dass wir mal ein bisschen runterkommen und dann freuen wir uns alle schon wieder am Dienstag aufs Spiel gegen Mattersburg. Trotz des Sieges, öfters zu 0, ein Gegentor heute bekommen, 1:5, wie sehr ärgert der etwas kuriose Gegentreffer? Nein, ich habe sicher das Tor ärgert am das Gegentor, nur habe ich auch oft gesagt, ich kriege lieber ein Gegentor und wir gewinnen, wie wenn ich zu 0 spiele und wir spielen dann unentschieden. Also habe ich jetzt kein Problem damit, dass ich heute ein Tor gekriegt habe. Mit dem Sieg sind wir natürlich alle froh. Jetzt geht es dann am Dienstag weiter im Cup gegen Mattersburg. Und das erste Spiel wirst du wahrscheinlich du besonders gute Erinnerungen haben, was du mitunter der Held dann im Elfmeterschießen weiterkommen gegen Grödig. Erwartungen für Dienstag gegen Mattersburg? Ja, ich meine, wir gehen sicher als Außenseiter in die Partie. Das muss uns klar sein, nur im Cup ist alles möglich. Da können auch mal kleinere Teams gewinnen. Und wir werden uns natürlich extrem einhauen, dass wir da vielleicht die Sensation schaffen können. Auf das hoffen wir alle. Alles gut dafür. Danke für heute. Gratuliere. Danke, Steff. René, trotz Verletzung, immer bei der Mannschaft, auch in St. Johann. Ich glaube, du hast dich mitgefreut über den 5:1 Erfolg, aber noch viel wichtiger ist das, ist, wie geht's dir? Wie ist der momentane Heilungsgrad? Ja, ist eigentlich ein ganz guter Heilungsverlauf zurzeit. Ich habe die schwierigste Zeit aber eigentlich hinter mir mit den 6 Wochen Gips und Schmerzen und viel Bett und viel zu Hause, viel Ruhe. Jetzt kann ich schon viel aufs Rad, viel auf den Stepper, Krafttraining ein bisschen, also soweit ist ganz gut. Okay, und das weitere Prozedere? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Stepper schon, das ist schon mal ein großer Fortschritt für mich. In 3 bis 4 Wochen werde ich dann zum Laufen beginnen, vielleicht nur dieses Jahr mit der Mannschaft trainieren, je nachdem, wie der Heilungsverlauf aussieht. Deine Mitspieler haben erzählt, du hast jetzt so einen Haxen, so klein, also man traut sich gar nicht ankommen, muss der Muskel natürlich jetzt wieder aufgebaut werden, wahrscheinlich eine mühsame Angelegenheit. Ja, durch die 6 Wochen Gips ist natürlich schon einiges an Muskelmasse verloren gegangen, aber ich bin natürlich jetzt stark am Trainieren und hoffe, dass das so schnell wie möglich wieder wird. Also momentan die Austria eilt von Erfolg zu Erfolg, heute eindrucksvoll in St. Johann mit 5:1. Wie soll man sagen, wie sehr freut man sich damit, dass die Geschichte gut rennt und wie weit ist die Wehmut, überwiegt die Wehmut, dass man da nicht dabei sein kann aufgrund der Verletzung? Ja, man sitzt da schon immer draußen und ja, überlegt halt, wie wäre es, wenn ich doch mitspielen könnte. Man freut sich natürlich mit der Mannschaft, das ist unglaublich, was wir zurzeit spielen. Wir haben eine Serie hingelegt, die ist super und ja, man sitzt halt dann draußen und freut sich natürlich und jubelt mit. Aber natürlich ist es natürlich schöner, wenn man dann selber auf dem Platz stehen kann und vielleicht ein bisschen mithelfen kann, dass man dann wieder gewinnt. Wir fiebern hin auf dein Comeback, auf dein erfolgreiches Comeback in einem erfolgreichen Team, in einem erfolgreichen Frühjahr. Alles Gute dafür. Danke, René.